Hallo an alle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Survival. Wir sind immer noch hier und da kommen uns langsam die Monster entgegen. Aber das interessiert uns nicht, denn wir gehen wieder hier in unser treutes Heim zurück und werden nun gleich mal uns um die Inneneinrichtung kümmern. Sagen wir mal so, wo sind die Öfen jetzt und der Amboss? Der Amboss, da habe ich noch keinen Platz für, ne? Das ist jetzt noch ein bisschen Kacke. Um mal ehrlich zu sein. So, jetzt haben wir die Öfen untergebracht. Dann bringen wir die beiden Werkbänke noch unter. Oder nicht? Das sieht auch kacke aus, ne? So, dann da einen Ofen. Machen wir das anders. Gehen die Werkbänke lieber auf diese Höhe. Und, das sieht auch scheiße aus, ne? Also das sieht dezent dumm aus. Ich das so mache. Ich werde jetzt erstmal einen Ofen hinstellen und eine Werkbank. Den Rest kümmern wir uns gleich. Ich würde erstmal sagen, wir machen jetzt erstmal dieses Lagerdings. Indem wir nämlich nochmal ein paar Kisten machen. Weil wir haben jetzt ja genug Holz erstmal, um uns nochmal zwei Kisten zu machen. Das ist eine Menge. So, dann haben wir noch mehr Holz in dieser Kiste. Ja. Bisschen Kisten braucht man ja schon. Muss man ganz ehrlich mal sagen. 4 Holz belassen wir über. Weil es uns sowieso nichts bringt. Das ist schon wieder so scheiße, Alter. Wir haben schon wieder kein Holz mehr. Holz ist so eine Sache. Da müsste man wirklich mal richtig lange für farmen. So. Ich überlege gerade, wie ich das Ganze aufstrukturiere. Passt dann da auch noch so ein Ding hin? Ohne dass das zu eng wird. Das wird sowieso zu eng hier. Also auf jeden Fall kommen da Kisten hin. Und da kommen Kisten hin. Und da oben macht das schon wieder keinen Sinn mehr. Also wird das ein etwas anderes Lager. So, dann, wo kommen noch Kisten hin? Da kommen noch Kisten hin. So, dann kommen erstmal so ein paar Sachen hier rein. Aber das kann ich auch gleich sofort umsortieren. Wo ist die Kiste? Hab ich da gerade reingepackt, die Kiste. Genau die Kiste erwische ich natürlich. Die Kiste kommt dann hier hin. So, dann irgendwas da rein. Ich habe schon wieder die Kiste da reingepackt. So. Das wird scheiße. Wenn ich das so mache, dann wird das dezent kacke. Ohne Plan so. So. Wir haben zu wenig Kisten, das ist das Problem. So, alles erstmal irgendwo da rein. Das muss schon passen. So, und dann so und so. Aber die Kiste will ich mitnehmen. Das ist sehr wichtig. Irgendwo hier ist eine Höhle. Das weiß ich inzwischen. Achso, ja, die Sachen sollte ich auch nochmal gleich einsammeln. Ich packe erstmal irgendwie Sachen hier in eine Kiste oder so. Das Sortieren kommt später. Wenn man es eigentlich immer so schön sagt und es dann nie macht. So. So, perfekt. Alles irgendwo eingesammelt und dann erstmal hier reingeschmissen. Ist ja egal. So, Birkenholz haben wir noch 4. Und hier ist die andere Kiste. So, so, so. Wenn ich dann hier wieder weitermache. Sieht doch dezent scheiße aus. Das kann ich doch nicht machen. Hier ist was drin, hier ist was drin, hier ist nichts drin. So, hier ist natürlich jetzt noch ein bisschen was drin. Und hier ist ein bisschen was drin. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mit der Kiste machen soll. Weil dafür bräuchte ich nochmal Holz und so. Das habe ich nicht. Und deswegen überlege ich lieber, wie ich das hier mache. Weil hier soll der Amboss nämlich noch rein.
Das mit den Öfen löse ich wieder so. Sind zwar dann nur 3 Stück übereinander, aber es lässt sich auf die Seite auch noch einen abbringen. Dann nehmen wir noch Bruchstein und machen uns noch einen, Mann, einen Ofen. Oh, ich habe eine neue technische Errungenschaft erzielt. Und dann eine zweite Werkbank wäre ganz fresh auf jeden Fall. Die haben wir hier. Und der Amboss. Wo ist der Amboss? Where is the Amboss? Habe ich den noch? Da ist er ja. So, mein Freund, der Amboss, er ist noch da. So, so. Sieht nicht schön aus, aber selten. Und das lässt sich anbieten. Und da brauche ich noch Türen und so ein Mist. Aber hier, wir haben doch noch Türen, oder? Wir haben doch noch Türen. Haben wir jetzt ja immer 10 Türen rauskriegt. 2 Türen haben wir noch aus Eichenholz. Also wupp. Und wupp. Und die Türen sind auch nochmal eingesetzt. Jupp. Keine Ahnung, was ich jetzt noch bauen will hier. Wir haben jetzt hier ein sehr ungeordnetes System erstmal drin. Was mir jetzt auch irgendwie gerade so ein bisschen. Was mich jetzt auch gerade so ein bisschen nervt. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber komm. Halb so wild. Immer schön gechillt bleiben. Ich weiß nicht, ich hätte vielleicht dann doch noch lieber. Okay. Warte mal, wie sieht das aus, wenn man quasi das Ding einen weiter wegzieht? Denn das wäre auch kacke, ne? So, man hat dann die Möglichkeit, zum Amboss zu greifen. Von da unten, aber nicht die Möglichkeit anders. So, Amboss kommt man auf jeden Fall. Das ist doch kacke, das sieht doch hässlich aus. Das mache ich auch nicht, das werde ich auch nicht so machen. Weil das einfach nicht aussieht. So, da kommt das hin. Was vielleicht. Ich brauche auf jeden Fall noch irgendwie so. Ja, der Rest sieht doch ganz nice aus. Was ist, wenn ich die Bettecke ein bisschen wegsetze? Wenn ich jetzt sage, ich mach das Bett einfach schon hier hin und gehe dafür hinten noch ein bisschen in die Breite, mach da vorne dann noch so eine Kiste und den Amboss hin, was viel schöner wäre irgendwo. Dann mache ich das, glaube ich, auch so. Also heißt, das Bett wird nochmal umgesetzt. Weiß nicht, ob das dann auch noch schöner aussieht mit dem Ding. Aber wir werden es sehen. Kacke, habe ich das jetzt so hingesetzt? Also nochmal ein Stück weiter. Okay. Oh Gott, das ist ja richtig der kleine Bedroom dann. Aber okay. Ist okay. Ist okay, würde ich sagen. Weil wir dann nämlich mehr Platz für das Ding haben. Das muss dann ja hier stehen. Wo geht das dann rein? Hier, dann ist hier der Ding. Lohnt sich das wirklich? Ich würde behaupten, das lohnt sich schon. Also im Nachhinein dann vielleicht, wenn man dann hier noch den Amboss hinpackt. So, dann packe ich das Bett noch dahin und dann würde ich auch fast schon sagen, wir sind am Ende gleich. Also es ist sehr klein dann. Sehr kleine Bedroom dann. Mit Einguckloch da. So, jetzt ist das Ding natürlich nicht mehr da. Jetzt habe ich das irgendwo drüben. Im Lagerroom. Wo ist das Steinziegel da? Das muss ich sowieso jetzt mal kurz verändern.
dass das schöner aussieht. Das sieht dann ganz okay aus. Und da noch eine Dings hin. Das müsste dann ja eigentlich auch aussehen. Also ich fand das vorher schöner. Es ist auch ein Sinn zum Zweck. So, dann nehmen wir den Amboss noch mit. Gucken uns dann mal an, was wir dann hier vorne reinklatschen später. Und der Amboss dahin. Noch eine kleine Truhe dann daneben, würde ich behaupten. Aber wir müssen ja Lapis Lazuli da irgendwo hinpacken. Haben wir die Truhen jetzt hier irgendwo reingetan? Ich habe keine Ahnung. Hä, wo sind denn die Truhen abgeblieben? Hier sind die nicht? Oder doch? Doch, 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 klar sind die hier. So, dann kommt die Truhe noch dahin. Hier muss dann auch wieder umgebastelt werden. Ist dann kacke, aber es ist Mittel zum Zweck. Das sieht dann auch dezent scheiße aus hier. Und dann werden wir uns das doch mal ein bisschen anders machen noch. So, so. Keine Ahnung. Irgendwie sowas werden wir uns hier schon errichten. Ich würde sagen, das sieht doch erstmal ganz in Ordnung aus hier. Wir sind jetzt natürlich nicht wunderbar schön fertig geworden hier. Das Ganze ist jetzt alles so ein bisschen mehr provisorisch als ordentlich. Aber das lässt sich ja in der nächsten Folge dann noch ändern. Ich mache jetzt erstmal mit dieser Aufnahmesession Schluss, weil ich nämlich die erste Folge jetzt noch rendern und hochladen muss. Und dann sehen wir uns einfach bei der nächsten Folge von Minecraft Survival. Dankeschön fürs Zusehen. Macht's gut. Haut rein und tschüss.